Hey meine Freunde, hier sind wir auf dem Kanal Filmkritik und heute zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch und zwar zu The Interview. Sie werden das gefährlichste Land der Welt betreten. Kim Jong-uns Volk glaubt alles, was er ihm erzählt. Sogar, dass er mit Delfinen sprechen kann oder dass er weder uriniert noch Stuhlgang hat. Wow, wow, wow. Sie meint, der Kerl macht weder Pipi noch Kacke? Jeder muss Pipi und Kacke. Wo soll's denn sonst hin? Man würde explodieren. Aber das mit den Delfinen stimmt. Kim muss sterben. Das ist die amerikanische Art. Wie oft wollen die USA denn noch den gleichen Fehler machen? So oft wie eben nötig. Wollen wir zusammen Kim Jong-un töten? So was von, ich würde sehr gern Kim Jong-un töten. Ja, meine Freunde, das wird auch wieder mein richtig lustiger Film von den Machern von Bad Neighbor. Seth Rogen kennen wir aus Bad Neighbor. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich freue mich jetzt nicht so übertrieben drauf, weil ich nicht denke, dass er jetzt so gut wird, aber er wird schon ziemlich lustig und schon ein Film, den man sich definitiv auch mal im Kino angucken kann und nicht auf die Blu-ray warten muss. Und ja, in Nordkorea ist der Film übrigens verboten, da es ja um Kim Jong-un handelt und ja auch irgendwo der zum Fall gebracht werden soll, wurde der Film in Nordkorea von Kim Jong-un verboten. Finde ich ein bisschen lächerlich. Das ist da alles ein bisschen mehr mit Humor und Spaß genommen und er, ich weiß nicht, ob er keine Lust auf Humor und Spaß hat, aber ich finde es lächerlich, dass man so einen Film da verbietet, obwohl das eigentlich Props und Promo für ihn ist. Könnte man eigentlich sagen, warum nicht einfach den Film da auch ein paar Mal zeigen, wenigstens ein paar Mal. Aber naja, so ist es eben halt, kann man sich aber trotzdem auch im Interview angucken, Kim Jong-un, also du wirst es nicht ganz verbieten können, weil du kannst nicht die ganzen Webseiten dicht machen, also von daher, auf jeden Fall meine Freunde, mir gefällt der Film so, ich denke mal nicht, dass es der beste wird dieses Jahr oder in die Top 10, ja Top 10 kommen wird, aber er wird schon in der Top 20 oder so drinnen sein und ja, wie gesagt, ich freue mich darauf, wird wieder ein lustiger Streifen. Und ja, meine Freunde, wir sehen uns morgen wieder zum Kindertag. Da habe ich einen richtig geilen Film für euch. Einen richtig geilen Film. Ich freue mich schon persönlich mega auf den, weil ich dachte, Alter, der wird doch nie verfilmt. Aber bam, da ist er. Und sogar in 3D. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, meine Freunde. Tschüss.